Dark Souls 2. Hier in Dark Souls 1 natürlich. Wenn ihr wissen wollt, was genau The Road to Dark Souls 2 ist, dann guckt bitte Folge 1 und 2, du wird's erklärt. Ansonsten machen wir schnurstracks weiter und ich bekomme Akupunktur von der Seite. Das ist überhaupt nicht gut, was der junge Mann hier macht. So, Schmetterling. Ich überlege gerade, wie ich da am schnellsten Weg hinkomme. Ich laufe eigentlich total verkehrt, oder? Ist es unter dem Drachen schneller? Ja, unter dem Drachen ist es schneller. Definitiv. Was mache ich denn hier? Das gibt doch alles keinen Sinn, was ich hier tue. Nee, das ist der langsame Weg. Es gibt noch einen schnelleren Weg. Oh Gott, ich hätte gar nicht... Oh. Ich bin so doof. Ich habe einen Verbindungsweg vom Feuerbahnschrein. Ich kann ja hinten mit dem Aufzug hochfahren. Ah, warum bin ich so dumm? Ich weiß es nicht. Natürlich jetzt ein bisschen peinlich, ne? In der letzten Folge laufe ich extra hier hoch, weil ich mir denke, ja, das ist der kürzeste Weg, ja, das ist das einzige Leuchtfeuer, aber dass ich da wieder nicht dran gedacht habe, dass ich hier noch einen Verbindungsweg geschaffen habe am Anfang. Nach den Glockengargoyles ist das schon peinlich. Aber nun gut, was soll man tun? Ah, die kann man schön abstechen, das ist wunderbar. Ha, ausgedrückt. Hör auf, mich anzustechen, was soll denn das? Danke und tschüss. Ups. So, du bist tot. Dich mache ich auch noch schnell weg. Und gleich nochmal. Meinen schönen Seelenpfeil mit den blöden Schildblocken. Was soll denn das? So, Aufzug. Aufzug. Das war nämlich hier. Genau, die stehen auch noch alle rum. Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I prefer to keep a distance, if possible. You are undead as well. Then we've no time to fraternize. I have my mission and you no doubt have yours. We must not let this curse overcome us. Okay, die sprechen nicht sehr viel mit mir, aber wissen ja, was passiert mit denen. Aber das ist uns alles egal. Wir wollen nämlich eigentlich nur in den Garten. Darkroot Garden. Oder wie heißt der im Deutschen? Finsterwurzgarten? Weiß es gar nicht. Heißt der Finsterwurzgarten? Das ist alles schon so lange her. Ich habe das schon fast alles vergessen. Zumindest von den Namen her. So. Zweiter Stock. Damenunterwäsche. Hier muss ich raus. Hier will ich mich gar nicht lange aufhalten. Ich bin eigentlich nur zu André, dem Schmied. Bei dem war ich bisher auch noch nicht. Wie gesagt, ich bin am Anfang nur hier durchgerusht, habe den Binotaurus und die Glockengargels gemacht und bin dann, und den Ziegendämon natürlich auch, und bin dann runter in die Tiefen zum Klaffdrachen. Und dann hat das Let's Play angefangen. Ihr wisst ja, wie das so ist. So, hier gibt es nämlich auch noch ein Feuerchen. Ein Leuchtfeuer. Da vorne ist ins Festung, da gehe ich noch nicht rein, weil ich bin noch nicht blöd. Ich bin nur dämlich. Tja, Hallöchen. Okay, Spezialgut habe ich noch nicht. Ich könnte meine Waffen verstärken, wo ich 10 Milliarden Sachen habe. Die Frage ist, bringt es etwas, wenn ich meinen Beschleuniger verstärke? Geht das überhaupt? Leito, Rapier, Hellbade. Ne, geht gar nicht. Rüstung verstärken bringt auch nichts. Ich lerne mal eine Geste. Und ich würde sagen, wir reparieren unseren Beschleuniger. Dann habe ich auch schon wieder ab. Nee. Ich benutze gleich mal meine großen Seelenpfeile. Ah, da ist er schon, unser Titanitwächter. Schießen kann ich auch. 205 Schaden.
Warum zählen die Schüsse nicht? Fliegen die nicht so weit oder was? Das war knapp. Wäre ich ein bisschen dicker gewesen, hätte mich voll erwischt. Puh. Und wenn ich ein bisschen größer gewesen wäre, hätte mich auch erwischt. So, also auch schon down. Down, down, down. Wunderbar. Was bekommen wir? Dämonen-Titanit. Und auch ein paar Seelchen haben wir bekommen. Ich glaube 2000, wenn ich das richtig gesehen habe. So. Da kommen wir die laufenden Büsche. Kennen wir. Die halten auch zwei Schüsse aus. Aua, peitsch mich nicht. Was soll denn das? Droppen tut er mal wieder nichts, die faule Sau. Finsterwurzgarten heißt er, genau. Die droppen nämlich diese lila Moosklumpen. Das ist sehr, sehr praktisch. Wenn wir später wieder in die Schandstadt müssen, haben wir wenigstens Heilzeug dabei. Das ist hier oben nix. Da müsste gleich einer spawnen neben mir. Das ist jetzt rechts. Das Büschel, das steht ein bisschen heraus. Das hier. Das ist nämlich ein Feind. Und sie droppen auch blutrote Moosklumpen für Blutungen, dass ihr diese stillen könnt. Blutroter. Blutroter, nicht Blutbluter. Blutroter. Hier ist noch was versteckt. Ich sehe eine Soldatin. Ich denke, das war's mit den ganzen Feinden. Ja. Durch Vorrichtung verschlossen. Das könnt ihr kaufen, damit diese Tür aufgeht. Das gibt's bei André für 20.000 Seelen. Aber wenn ich ihr wärt, würde ich mir das Geld nämlich sparen, beziehungsweise die Seelen. Denn ihr könnt nämlich noch einen anderen Weg rein. Das werdet ihr später noch sehen, wie ich da hinkomme. Ist zwar ein bisschen längerer Weg und auch ein bisschen gefährlicher Weg, aber ihr könnt da wirklich ohne große Mühen reingehen. Besonders am Anfang vom Spiel sind 20.000 Seelen nämlich schon ein bisschen viel, ja. Ah, guck mal, Feinde. Haufenweise lebendige Büsche. Und sie versuchen mich zu greifen. Gehst du weg? Okay, einer müsste es noch sein. Es sind nämlich drei im Ganzen. Ups. Oh, wie einfach das ist, das Magier. Das ist der Hammer. Moosklumpen. Moosklumpen. Und dann ist das hier schon gegessen. So, gleich weiter. Weiter, weiter, weiter. Durch die Nebelwand. Wir sind kurz vorm Boss. Aber das wisst ihr natürlich alles. Ihr seid ja bestens informiert, wenn ihr mein altes Let's Play gesehen habt. Oder das erste Let's Play. So, wir gehen natürlich hier noch lang. Hier ist eine Baumschlange, die man nicht anvisieren kann. Und Vorsicht, Hinterhalt. Ah, erst jetzt ist sie angreifbar. Moment. Bam, und weg bist du. Die Partisane, den Speer bekommen wir. Auch eine ganz nette Waffe, aber für mich eher uninteressant. So, Vorsicht. Die stehen auf. Da hole ich gleich das etwas schwerere Kaliber raus. Mal gucken. Zwei Schüsse, ernsthaft? Alter, der Zauberer rockt. Da dürften die normalen ja auch schon reichen, theoretisch. So, bis ihr reagiert, da seid ihr nämlich schon tot. Mal gucken, wie viel ich mit dem Kleinen hier mache. 45, ouch. Ouchi, ouchi. Dots. So nicht, mein Freund. 45 ist schon ein bisschen wenig. Das heißt, Seelenpfeil und den anderen Seelenpfeilen. Ist das eigentlich wunderbar? Wunderbarste Kombi, die man haben kann. So, wir bekommen die Elite-Ritter-Rüstung. Mit der der Krieger starten tut. Moment. Am besten zwischen den Bäumen schießen. Wo ist der Steingolem? Da ist er.
Nein! Und er sticht mir wieder ins Gesicht. Das tut man nicht. Da, friss! Wie penetrant die alle sind. Das ist der Wahnsinn. Lila Moosklumpen. Wunderbar. Ich glaube, es gab noch irgendwo ein Item. Das war ein normaler Busch. Gott sei Dank. Visieren doch mal bitte an, danke. Na, hier macht wieder seinen komischen Verlangsamungsspell, der mich überhaupt nicht begeistert. Der mich nicht mal erwischt hat. Ach ja, so ist es schön. Jetzt sind wieder diese komischen Leuchteblümchen, die einen wirklich sehr stark verwirren können. Weil man immer meint, Item, 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 aber da ist es dann doch nicht so. So, die schieße ich auch ins Gesicht, wenn man das so macht. Und dann kommt noch ein Golem und dann müsste es eigentlich eh schon zum Boss gehen. Na, warum kann ich den nicht schon eher anvisieren? Das wäre nämlich einiges besser gelöst. Hoppala. Nein, du machst keinen Spell. Böse, böse, böse. So, normalerweise, wenn ihr menschlich seid, könnt ihr hier hinten einen NPC rufen, der euch hilft. Das ist nämlich eine Magierin. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wie sie heißt. Aber sie existiert, sie ist wirklich. Die gibt's nämlich, das weiß ich. So, gleich mal meinen schwersten Spell ausrüsten und dann würde ich sagen, machen wir diesem Schmetterling den Chaos. Da kommt, ist er nicht wunderschön? Wer hier auf der Burg sitzt. Aber leider ist er auch genauso gefährlich, wie er schön ist. Autsch, bin ich tot? Nein. Aber fast. Ja, der ist nicht zu beachten. Aua. Aber das ist egal. Kann man einfach drunter durchrollen, dann ist das eigentlich gegessen. Guck mal, wie einfach das ist, das Magier. Pfuh. Da komme ich nicht mal in Schwitzen. Das ist schon heftig irgendwie. Menschlichkeit 1. Jawohl. Und ich habe 10 bekommen. Habe nicht genau gesehen, wie viel. 10.000 gibt's. Wunderbar. Wunderbar. 10.000 sind super. So, jetzt noch den Turm hoch, um diese Glut abzustauben. Und natürlich den Wachturmkellerschlüssel, göttliche Glut und einen Heimkehrknochen. Den werde ich jetzt benutzen, den Heimkehrknochen. Sonst ist die Reise nämlich wieder ziemlich lang zurück. Ich glaube, in Version 1.0 gab es die da gar nicht nach dem Bosskampf. Die wurden dann erst später reingepatcht, weil man gesagt hat, die Leute haben einen ziemlich langen Reiseanweg, wir müssen ihnen helfen. So, eins in Int. Und dann würde ich mal sagen, wir fressen noch ein paar. Und damit wir noch ein Level-Up zusammenbekommen, jetzt habe ich fast 11.000, reicht das eigentlich schon? Ja, reicht wunderbar. Und ich würde sagen, wir bringen noch einen Punkt in Zauberei. Nee, nicht Zauberei. Stärke. Nee, komm. Hm. Ach doch, Kondition. So, dann sind wir Level 43. Passt wunderbar, das passt wunderbar. Aber nachdem ich schon mal hier bin, mache ich gleich noch diesen kleinen Nebenweg. Es gibt nämlich noch ein Secret hier im Wald. Das hätte ich am besten zuvor machen sollen, bevor mich jetzt hier die ganzen Monster wieder behelligen. Bist du weg? Aus, Sitz, Platz, Bumm, Zack. So, alles kein Problem. Da werde ich einmal abgewatscht, aber das ist überhaupt kein Ding. Das geht wunderbar. So. Hier gibt es nämlich noch etwas, was nicht so wirklich hier in die Welt passt. Nämlich hier dieser Baumstumpf. Wenn ihr genau hinseht, könnt ihr nämlich sehen, dass sich der bewegt. Und Bäume bewegen sie nicht. Deswegen machen wir den einfach mal kaputt, um einen Geheimweg freizulegen.
Lebende Bäume, das ist schon wirklich seltsam hier. Aber naja. Der ganze Wald ist seltsam. Und wir finden neue Gegner. Die Gegner gibt es wirklich nur hier im Wald. Das komischen Rochenkröten oder was das hier sein soll. Ich weiß es nicht. Sie zeigen nur den Unterleib, wenn sie sterben. Sehen aber jetzt ziemlich cool aus eigentlich. Gell? Da glotzt in die Kamera. So. Hier gibt es nämlich noch ein Item zu holen. Einen Ring, wenn mich nicht alles täuscht. Bäh. Sprache schlecht. So, den nächsten Baum wegmachen und hier müssten wieder Golems kommen und mehr so komische Kröten. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich täusche mich selten. Genau, da gehen wir später hoch. Ja, da kommen sie alle aus dem Wasser. Meine Schüsse blocken. Jetzt aber. Ups. Das hätte ich jetzt beinahe übersehen. Aber wie gesagt, es mag ja kein Problem. Ihr seht, wie einfach das ist. Die springen rum wie ein Gummiball. Einfach durch die Gegend. Grüne Blüte. Droppen die Kerlchen. Das erhöht eure Ausdauer. Beziehungsweise ihr könnt eure Ausdauer damit schneller regenerieren, wenn ihr wollt. Das ist aber ein Item, das ich eigentlich nie benutzt habe, wenn ich ehrlich bin. So, hier gibt es noch die Ziele eines Kriegers. Das passt wunderbar. Und dann gehen wir hier die Treppenstufen hoch. Und ratet mal, was wir hier vorfinden. Da oben liegt nämlich wieder einer von diesen komischen Gartenwächtern. Hier ist er. Böser Mann. Sollte vielleicht nicht so nah hingehen zu gehen. Zack. Da sieht man eigentlich mal, wie overpowered Magier sind hier in Dark Souls. Und wir bekommen den Wolfsring. Verstärkt meine Balance. Das wäre sogar fast besser als der komische Tränensternring, da ich den eigentlich sowieso nicht so gut finde, weil er verstärkt nur meine Verteidigung, wenn meine TP niedrig sind. Und wann passiert das schon mal? So, ich setze einen gewagten Sprung an, denn ich kürze hier ab. Gott sei Dank, ich dachte schon, ich habe mich versprungen. Okay, der zweite kommt gar nicht. Passt. Passt, passt, passt. Finde ich gut. Hier steht auch noch einer. Ja, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, bevor wir in Sens Festung eindringen, machen wir ganz einfach den Asyldämon plus schwarze Ritter. Ich glaube, ich habe bisher nur einen schwarzen Ritter getötet hier in Demon's Souls. Bäh. Dark Souls. Wisst ihr, das ist auch sowas. Am Anfang ist mir das nie passiert, dass ich Demon's Souls und Dark Souls verwechselt habe. Aber seit ich das Let's Play gemacht habe, wo es immer wieder Demon's Souls hieß und Demon's Souls hier und Demon's Souls da, fange ich hier in Dark Souls auch schon an, Demon's Souls zu sagen. Das ist echt schlimm. Weil die Abkürzungen für beide Spiele sind ja dieselbe. DSDS, ne? Wissen wir. Naja. Naja. Kann man nichts machen. Aber ihr wisst, was ich meine. So. Genau, wir gehen ins Asyl der Untoten. Und da wimmelt's ja. Da wimmelt es vor schwarzen Rittern. Wirklich lange laufen kann ich ja nicht, stelle ich gerade fest. Schon weiter Weg. Zack. Bye bye, Skelette. Ihr findet mich am Feuerbahnschrein. Ah, jetzt bin ich
nicht abgesprungen. Das war schlecht. So, wie kommt man ins Asyl der Untoten? Das ist ganz einfach. Beim Aufzug abspringen und dann hier rüber rollen. Rollen, nicht springen. Springen müsst ihr, nicht rollen. So rum war's. Ah, ich bin so schön dämlich. So, hier wieder runter. Hier am Skelett vorbei, bevor sie sich zusammensetzen und jagen. Muss ja nicht sein. Ach, der Penis ist auch wieder hier. Kennen wir, der kommt, wenn ihr zwei Glocken geläutet habt. Ich finde den so widerlich, ich weiß auch nicht warum. Ich mag den nicht. So, wieder den ganzen Weg. Ich nehme mal kurz einen Schluck aus meiner Flasche. So, natürlich rüberspringen. Wir landen hier ganz fein, wollte ich sagen. Warum komme ich jetzt hier nicht rüber? Buh. Die wunderschönen Augen. Ah, okay. Es kann sein, dass ihr da rumbackt, wie ich gerade. Da müsst ihr drüber rollen. Und hier auch ganz wichtig, hier müsst ihr nämlich auch rüber. Hier, glaube ich, liegt nämlich der Schlüssel, genau, Asyl der Untoten. Und hier können wir den ganzen Feuerbahnschrein überblicken. Sieht das nicht toll aus? Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch Fran angucken, aber den seht ihr von oben nicht. Das ist total skurril, der wird nämlich einfach ausgeblendet. Ihr hört zwar den Sound. Sein komisches Schmatzen, aber er wird ausgeblendet. Ich weiß nicht warum. Das wurde ja mit dem roten Drachen auch gemacht, dass man den von oben nicht mehr töten kann. Der wurde ja auch einfach ausgeblendet. Ich glaube, das ist derselbe Grund. Ist zwar von mir eine Vermutung, ob es derselbe Grund ist, aber ich gehe mal stark davon aus. So, selbe Spielchen nochmal. Denn wir sind da oben noch nicht ganz fertig. Ja, ich erzähle das alles nochmal, weil es Leute gibt, die kennen das noch nicht. Die haben Dark Souls vielleicht noch nie gespielt und die machen genau denselben Mist wie ich, dass sie zweimal hier runterfallen. Ärgerlich. Oh, hi. Mr. und Mrs. Bones. Ich habe leider keine Zeit für euch. Ich muss nämlich ins Asyl der Untoten. Hier ist Fran wieder. Oder Friend, wie er. Friend, glaube ich, hieß er. Nein, ich weiß es nicht. Dark Souls Wurm nennt sich. Aber nun gut. Okay, irgendjemand ist gestorben, gibt mir 50 Erfahrungspunkte. Könnte ein Skelett gewesen sein. So, wieder hier rauf. Das heißt ja, desto öfters, dass du es machst, desto besser wirst du darin und so ist es. Und ich bin über die Klippe gelaufen und bin zu spät gesprungen. Liebe Leute, ich mache jetzt hier einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Dark Souls wieder, beziehungsweise The Road to Dark Souls 2. Und dann bin ich hoffentlich oben bei der Krähe, wo ich hin will. Also, stay tuned and so long.